Hallo und herzlich willkommen, liebe Kinder. Heute das erste Mal zum Kita-Turnen mit dem Fritzle und mit mir, der Nina. Ich freue mich ganz, ganz arg, dass ihr heute dabei seid. Allerdings warte ich immer noch aufs Fritzle. Der schläft wahrscheinlich noch und hat irgendwie gestern, ist er zu spät ins Bett oder sonstiges. Und ich würde sagen, wir sagen uns erstmal guten Morgen. Und dazu setzt ihr euch jetzt erstmal auf den Boden und streckt mal eure Beine einfach mal ganz, ganz lang aus. Und dann machen wir das mal ganz, ganz langsam. Einmal auf Deutsch und einmal auf Englisch. Guten Morgen. Guten Morgen. Und ein bisschen schneller. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Also ich weiß nicht, wo der ist. Kinder, ich glaube, wir machen das jetzt nochmal auf Englisch. Okay? Also probieren wir es mal. Good morning. Good morning. Und nochmal langsam. Good morning. Und ein bisschen schneller. Good morning. Good morning. Good morning. Also jetzt rufen wir den, glaube ich, mal. Und dann hat er wirklich mal zu kommen. Also Kinder, ihr ruft auch mal zu Hause in eurem Wohnzimmer, weil bestimmt hört er euch. Fritzle, Fritzle, ja, endlich bist du da, sage mal. Du hast irgendwie ein bisschen verschlafen, oder? Mhm, ja, ja, ja. Also, weißt du, was wir heute machen? Wir reisen nämlich heute nach Spanien. Und dadurch, dass du aber gerade erst aufgestanden bist, was macht man da, liebe Kinder? Mhm, genau. Wir putzen erstmal die Zähne. Das macht ihr ja bestimmt auch. Immer morgens und immer abends. Und dazu hören wir deinen Song. Und los geht's, liebe Kinder. Wir laufen einfach mal auf der Stelle. Ganz locker. Genau, immer schön. Stampfen, stampfen, stampfen. Ich kenne mich mit Zähnen aus und bekomme dafür Applaus. Und wir laufen einfach mal durchs Wohnzimmer. Denn erst ist die Zahnbürste dran. Und dann machen wir genau die Zähne. Zeig mal deine Beißer, zeig deine Beißer. Saft ist groß, große Zähne, scharfe Hauer. Zähnbereit wie eine Mauer. Gegen und all das leckere Essen, das wir Krokodile fressen. Und nochmal. Deshalb putzen wir im Kreis. Und liebe Kinder, los geht's. Putzi, 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 putz, putz. Schnappi, 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 und schnappi. Und nochmal putzen. Putzi, putzi, putzi. Und tief gehen. Schrupp. Und nochmal. Putzi, 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 putz, putz. Schnappi, 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 schnapp, schnapp. Nochmal. Putzi, 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 putz. Und tief gehen. Noch und wieder stampfen, Kinder. Auf geht's, bitte. Richtig schön. Wir putzen die Zähne. Dass jeder einzelne Zahn wirklich sauber ist. Und jetzt der Seitenwechsel. Kurze Pause. Kurze Pause, Zähne putzen. Ab nach oben. Und wir gehen tief. Die Zahnbürste wird abgespielt, von Zahn zu Zahn genau gezielt. Und wir gehen nach rechts. Ein Fußball mit großem Fleiß. Und nach links. Ach, die Zähne richtig weiß. Zum okay, wir schaffen wieder. Komm, lauf nochmal. Von rechts nach links wieder. In das Tor. Eines ist nun ganz gewiss. Achtung, los geht's. Putzi, 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 putz, putz. Schnappi, 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 schnapp, schnapp. Nochmal. Putzi, putzi, putzi. Und geht tief. Mach jetzt noch ein Schnapp. Und nochmal. Putzi, 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 putz. Schnappi, 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 schnapp, schnapp. Putzi, 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 putz, putz. Oh, jetzt kommt die Nachspielzeit. Die Nachspielzeit. Guck mal, noch 10 Sekunden bis zum Abpfiff. Toll, habt ihr das gemacht. Zum Schluss ein Kuss. Wow! Boah, Fritzle, mein lieber Scholli, oder? Jetzt, Kinderle, haben wir ja alle einzelnen Zähne geputzt. Und Fritzle, ich würde sagen, jetzt packen wir unseren Koffer für unsere Reise nach Spanien. Und liebe Kinder, wir nehmen nicht nur euch mit, sondern wir nehmen auch die Lieblingskuscheltiere von eurem Fritzle mit. Okay? Und was ist natürlich Fritzles Lieblingskuscheltier? Oh, ich glaube, das Krokodil. Also,
Schaut mal, Kinder, wir nehmen natürlich das Krokodil mit, Fritzlepp. Und wie machen Krokodile? Die schnappen natürlich. Und jetzt geht ihr mal so ein bisschen in die Knie. Nehmt mal eure Arme gestreckt nach vorne. Und jetzt lauft ihr einfach mal durch den Raum. Und wir schnappen wie ein Krokodil. Und nehmt eure Beine so ein bisschen hoch. Der macht das super, oder? Und immer weiter schnappen, immer weiter schnappen. Und schaut mal, jetzt nehmt ihr mal eure Arme und nehmt mal die Arme andersherum. Ah ja, ah, okay, er hat es verstanden. Und wir schnappen nochmal. Komm, wir laufen wieder durchs Wohnzimmer oder wir jetzt hier durch die Umkleide und schnappen, 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 schnappen. Okay, alles klar, Fritz. Wir haben das Krokodil eingepackt, wunderbar. Was haben wir noch? Und zwar der Fritzle, ich verrate euch mal was. Der Fritzle liebt nämlich Kätzchen. Und natürlich nehmen wir deine Kätzchen auch mit. Und liebe Kinder, wir verhalten uns jetzt auch mal wie die Kätzchen. Und dann mal ganz leise schleichen wir durch den Raum. Los geht's! Ganz leise. Und dann nehmt ihr mal die Arme mit wie so Kätzchen. Und dann bleibt ihr mal auf der Stelle und streckt euch mal so ein bisschen die Kanten aus. Oh, richtig ausstrecken. Und Kinder, wir gehen jetzt mal auf den Boden und schleichen weiter. Da frisst ihr, der kann glaube ich nicht auf dem Boden, aber wir schon. Wie Katzen. Und wir lassen uns mal durchhängen. Oh, super, jetzt haben wir auch die Katzen dabei. Perfekt. Und was fehlt noch, liebe Kinder? Mhm. Ihr badet bestimmt daheim auch immer damit. Mit euren Quietscheentchen. Hä? Ah, oh, okay. Also Kinder, natürlich will unser Fritzle seine eigene Quietscheente mitnehmen, aber die nehmen wir auch sehr gerne mit. Die ist auch wirklich sehr, sehr süß. Und wie machen Enten? Mhm, genau, wir gehen jetzt mal tief. Schaut mal, geht mal in die Hocke, Kinder, ganz, ganz runter. Und jetzt laufen wir mal wie so watschelnde Enten durch den Raum. Und wie machen Enten? Egal, wir wagen und laufen weiter. Und schön weiter, Fritzle. Ja, ich weiß, es kann anstrengend werden für die Oberschenkel. Aber das ist uns egal, wir laufen noch eine Runde. Nein, Kinder, wir bleiben und wir hüpfen in den Koffer rein und haben unsere Enten dabei. Oder unser Fritzle. Super. Und ich weiß, ich habe gesagt, wir nehmen nur Fritzles Lieblingskuscheltiere mit, aber natürlich darf der Fußball nicht fehlen, Kinder. Und deswegen haben wir hier zwei super Fußbälle und ihr holt euch jetzt mal schnell welche. Und wenn ihr keinen Fußball daheim habt, dann holt euch einfach irgendeinen Ball, der bei euch zu Hause ist oder Luftballon oder sonstiges, okay? Und er macht es einfach super, oder? Wir packen mal unsere Bälle ein, Fritzle, ganz kurz in unseren Koffer. Und ich glaube, du machst es jetzt einfach mal im Stehen, weil sonst wird es ein bisschen schwierig. Aber wir, liebe Kinder, gehen mal auf den Boden, machen uns ganz, ganz klein. Genau, und wir rollen uns einfach mal wie ein Ball. Guck mal, von hinten nach vorne. Von hinten nach vorne. Er probiert es, ich finde es super. Von hinten nach vorne. Ja, sehr gut. Und nochmal wie ein Ball, rückwärts. Und dann macht euch nochmal klein und geht so ein bisschen von rechts nach links, wie ein Ball. Genau. Und ich würde sagen, jetzt ist unser Koffer auch echt schon voll, oder? Ja, puh. Das heißt, ab ins Flugzeug, aufstehen, die Arme zur Seite, Kinder. Und wir düsen durch die ganze Wohnung, durchs Haus und wir fliegen. Puh. Ich gehe da auch mal hoch. Oh, Turbulenzen! Und wir sind angekommen. Wow! Oh, ist ganz schön warm, oder? Hier in Spanien.
Deswegen gehen wir zwar jetzt, bevor wir irgendwo anders hingehen, erstmal an den Strand, oder? Ja. Also, und wen treffen wir im Strand? Oder am Strand? Natürlich die Hai-Familie. Und deswegen ab in die Badehose. Oder Badeanzug. Und dann geht's los. Wir gehen ins Wasser. Los geht's! Erstmal schwimmen. Okay, komm, wir schwimmen. Ab geht's. Juhu. Schwimmen, schwimmen, schwimmen. Und wir bleiben mal hier stehen, Kinder. Und schwimmen, geht so ein bisschen tiefer. Und die Flosse auf dem Kopf. Und wir paddeln. Guck mal, paddeln. Und den packen wir mal kurz aus unserem Koffer schon mal aus, okay? Jetzt legt ihr mal den Fußball oder den Ball, den ihr daheim habt, einfach vor euch. Genau. Achtung, ich helfe ihm. Zack. Okay, und jetzt versuchen wir mal mit unseren Händen. Wir stellen uns ganz gerade hin und gehen mal mit den Händen im Wechsel einmal mit der rechten Hand runter, einmal mit der linken Hand runter. Und wieder rechts. Und links. Er kommt auch fast runter. Das ist gut, wir üben das. Runter, runter. Und nochmal. Runter, runter. Und jetzt nehmt ihr mit beiden Händen mal euren Ball. Kommt nach oben. Okay. Und jetzt versucht ihr mal, Kinder, tief und hoch. Tief und hoch. Tief und hoch. Tief und hoch. Macht so, wie ihr könnt. Und wenn ihr so ein bisschen tiefer geht, dann freuen wir uns, oder? Klar, Fritzle geht auch tief. Richtig runter. Und einmal noch. Und dann lassen wir locker. Schau mal, jetzt gehen wir mit dem Ball wieder runter. Auf den Boden. Dann stellt ihr euch vor den Ball. Und ihr tippt jetzt mal mit dem rechten Fuß immer über den Ball. Pop, 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 pop. Genau, dann nehmen wir noch die Hände in die Hüfte. Das macht ihr auch schon wunderbar. Gut. Rüber. Rüber. Und ein letztes Mal, Fritzle. Und was haben wir noch? Das linke Bein natürlich. Logisch. Los geht's. Und einmal über das Bein. Über den Ball. Und wieder drüber. Ich nehme mal deine Hand kurz. Wir machen das mal zusammen. Und hoch das Bein und hoch und hoch und hoch. Juhu! Das sieht doch super aus, oder? Okay, dann machen wir noch 4 Stück, Kinder. Und 3 und 2 und locker lassen. Pause. Super. Nimm deinen Ball wieder. Oh, es tut mir leid, Fritzle. Ich weiß, es ist schon anstrengend, aber macht ja auch ein bisschen Spaß, oder? Natürlich. Okay, jetzt schaut mal, jetzt versucht ihr mal, den Ball nach oben zu nehmen. Ganz nach oben. Ganz nach oben, so hoch wie es geht. Und ihr lasst ihn jetzt mal fallen und fangt ihn wieder auf. Genau. Und fallen lassen und macht ihn wieder lang. Fallen lassen und macht es wieder lang. Und einmal noch. Und wieder lang. Okay, super. Guck mal, nimm mal den Ball vor dich, Fritzle. Schau mich mal an. Wunderbar.
Und jetzt, das könnt ihr auch mit euren Eltern machen oder mit euren Geschwistern. Ihr hüpft mal einmal nach rechts und einmal nach links. Einmal nach rechts und einmal nach links. Einmal nach rechts und einmal nach links. Wir bleiben vom Fußball. Jetzt versucht ihr immer einen Fuß auf den Fußball zu tippen. Einmal rechts, links, rechts, links, rechts. Woo! Und rechts und links. Wunderbar. Und das klappt, oder? Sehr gut. Und dann lassen wir locker. Wir machen die Arme nochmal ganz weit nach hinten. Strecken uns aus. Boah, das ist eine coole Reise, oder? Also ich würde mal sagen, wir packen unsere Fußbälle wieder ein in unseren Koffer. Und jetzt, liebe Kinder, wir beide zumindest, sind ganz schön müde und müssen dann auch erstmal was trinken. Aber wir setzen uns jetzt auf unser Strandhandtuch, lehnen uns an. Es war schön, Fritzle, oder? Ja, sollen wir mal wieder so eine Reise machen? Da freue ich mich auch drauf. Und jetzt würde ich mal sagen, lehn dich einfach an, mach die Augen zu und entspann dich, ruh dich aus. Liebe Kinder, das war das erste Mal Kita-Turnen mit Fritzle und mir. Und ich freue mich, dass ihr dabei wart. Vielleicht bis zum nächsten Mal. Hier war eure Nina und euer Fritzle. Muah.